assistência. É o João Moreira, novo cruzamento. Olha o Lisboa! Gol! Der SC Braga gewann 2019 im Pro-Clubs-Modus gegen Sporting Lissabon im Golden Goal und sorgte für diese wunderschönen Bilder, die man sonst nur vom Fußball kennt. Sagt euch Pro-Clubs-Modus in FIFA 23 etwas? Nein? Dann geht es euch so wie den meisten FIFA-SpielerInnen. Obwohl der Pro-Clubs-Modus eine Menge Spaß machen kann, ist er selbst SpielerInnen nicht bekannt, die FIFA 23 regelmäßig zocken. In diesem Modus könnt ihr wie im analogen Fußball 11 gegen 11 spielen. Dabei wird jede einzelne Position auf dem virtuellen Rasen jeweils von einer Person gesteuert. Ja, sogar der Torhüter. Ihr erstellt euch einen Virtual Pro, ganz egal ob groß oder klein, dick oder dünn, ihr habt hier viele Möglichkeiten und könnt euch kreativ ausleben. Eine 1:1 Abbildung der beliebtesten Sportart der Welt auf dem virtuellen Rasen? Wieso bekommt dieser Modus kaum Aufmerksamkeit? Es gibt mehrere Gründe dafür. Viele SpielerInnen, die FIFA seit Jahren spielen, fokussieren sich nur auf die traditionellen Spielmodi wie Karrieremodus oder Ultimate Team. Für sie kann es schwierig sein, sich an einen neuen Modus zu gewöhnen und sich die Zeit zu nehmen, ihn auszuprobieren. Mal schnell ein paar Runden Division Rivals zocken ist eben einfacher, als mit 10 anderen Personen einen gemeinsamen Termin zu finden. Wenn Sie den Modus dann ausprobieren wollen, landen Sie in einem spontanen Spiel, in dem man mit 4 anderen Randoms eine abgespeckte Version zockt. Pro Team werden bis zu 5 Virtuelle auf dem Platz gesteuert und die restlichen 6 von der KI kontrolliert. Aber das macht keinen Spaß, da das Besondere an Pro Clubs eben der Ausschluss der KI ist. Um das Potenzial von Pro Clubs auszuschöpfen, sollte man möglichst mit Freunden ein Team bilden. Dies erfordert aber eine Menge Organisation und Koordination. Es ist nicht einfach, eine Gruppe von Freunden zusammenzubringen, um regelmäßig als Team zu spielen. Wer sich aber dennoch die Zeit nehmen möchte, hat einige Möglichkeiten, ein passendes Team zu finden. Für mich war die erste Anlaufstelle Facebook. Hier gibt es internationale und deutschsprachige Pro-Clubs-Gruppen, wie zum Beispiel Virtual Pro Gaming oder die Pro-Club-Liga Deutschland. In diesen Gruppen werden immer wieder SpielerInnen gesucht, die sowohl zum Zeitvertreib als auch kompetitiv und ernst spielen möchten. Man lernt viele neue Menschen kennen, die dieselbe Leidenschaft teilen. Nicht nur Fußball, sondern auch FIFA und meistens auch Gaming im Allgemeinen. Eben diese Menschen mit dieser Leidenschaft sorgen dafür, dass Pro-Clubs aus der FIFA-Community heraus im organisierten Umfeld gezockt und gelebt werden kann. Schaut euch dazu zum Beispiel die Pro-League an. An der Championship One, die Pro-Clubs-Liga der Pro-League, nehmen traditionelle Fußballvereine wie der VfB Stuttgart, Hansa Rostock oder FC St. Pauli teil. Vielleicht bietet sogar dein Verein um die Ecke auch ein Pro-Clubs-Programm an. Es sind nämlich längst nicht mehr nur Profivereine am Start, dank unter anderem eSportManager.com und Patrick Bauer. Was wir drumherum schaffen, ist halt ein Rahmen, dass wenn du dich mit deinen Mannschaftskameraden, mit deinen Freunden zusammen triffst und du dir schon die Zeit nimmst, dich zu organisieren, dann setzt du dich um 19 Uhr an die Konsole und weißt, um 19.30 Uhr wartet dein Gegner auf dich. Da geht es wirklich um Ligapunkte oder um Turnierergebnisse. Das heißt also, die ziehen dann auch durch. Durch diese Unterstützung bieten immer mehr Amateurvereine Pro-Clubs an, um natürlich auch die jüngere Generation für die lokalen Vereine zu begeistern. Ich habe mir so als Ziel gesetzt, dass es einfach so ein... dass der E-Sport ein Bindeglied zwischen der heutigen Jugend und unserem Verein steht. Ja, dass man die Kiddies, ich sag mal, nicht weg von der Konsole bekommt, sondern wieder hin zum analogen Fußball, dass man das einfach vermischt. Bisher stießen gemeinnützige Vereine bei der E-Sport-Erweiterung immer auf Probleme, da E-Sport nicht als Sport anerkannt wurde. Der Bundestagsabgeordnete und sportpolitische Sprecher der FDP, Philipp Hartewig, äußerte sich dazu bei der Cactus LAN in Leipzig folgendermaßen. Ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass die Gemeinnützigkeit später, also noch in dieser Legislatur, auf jeden Fall kommt. Die positiven Seiten von Pro-Clubs durfte Hartewig direkt selbst erleben, wenn auch auf einer Position mit Abseitsgarantie. Das hat extrem viel Spaß gemacht, habe ich noch nie gespielt. Bisschen schwieriger, weil man immer so an der Grenze zum Abseits steht. Ich höre als rechter Flügel immer mal durch. Du bist ja selber im Bundestag und da kennst du es ja, da ist der rechte Flügel ja meistens im Abseits. Ja. Wie war das denn heute? Heute zum Glück nicht. Also ich mich jetzt auch immer mal zur Mitte gezogen, aber das ist auch da ein Teamsport und auch als Parlamentsfußballmannschaft sind wir ja auch gemeinsam dieses Jahr Europameister geworden, sogar der Parlamentarier. Und deswegen können wir vielleicht auch mal den Modus im E-Sport versuchen. Ein Pro-Clubs-Event mit ParlamentarierInnen wäre doch was. Wie wir wissen, kann eine erfolgreiche Pro-Club-Session schon sehr zusammenschweißen. Würde der Ampelkoalition doch vielleicht auch gut tun, oder? Novo cruzamento, olha o Lisboa, gol! E Marta Braga! Insgesamt gibt es viele Gründe, warum der Pro-Clubs-Modus in FIFA nicht so bekannt ist, wie er sein könnte. Obwohl es eine Menge Spaß machen kann, erfordert es auch eine Menge Arbeit und Engagement, um erfolgreich zu sein. Wenn du jedoch bereit bist, diese Herausforderungen anzunehmen, kannst du in diesem Modus eine Menge Spaß haben.